Die Teilnehmer des Semperit Cups eröffnen dieses Bergrennen, an dem 70 Fahrer aus 4 Nationen teilnehmen. Georg Lammel auf Fiat Uno Turbo festigt mit einem dritten Platz in seiner Klasse seine Führung in der Gesamtwertung. Schnellster Mann in dieser Einstiegsklasse in den Automobilrennsport ist Wolfgang Trimmel. Der Steirer fährt mit seinem Ford Sierra Cosworth zweimal Bestzeit. Die 4 Kilometer lange Strecke mit ihren 22 Kehren ist zweimal zu fahren. Beide Zeiten werden zusammengezählt. Der vielfache Staatsmeister Sepp Mannhalter ist mit seinem M1 noch immer eine Klasse für sich. Ergebnis: überlegener Klassensieg für den Niederösterreicher. Für den Tagessieg kommen allerdings nur Autos der Klasse Formel Frei in Frage. Einer davon ist der Tiroler Paul Steindl. Der Kirchberger bewegt seinen Formel 2 beide Male im Grenzbereich ins Ziel. Er wird in der Endabrechnung aber nur Tageszweitschnellster, denn der unschlagbare Favorit auf dem Alpel heißt wieder einmal Walter Bedratzer. Der Vorarlberger kann mit seinem einsitzigen Rennsportwagen der Gruppe C seit heuer in der Europameisterschaft erstmals voll punkten. Das tat er auch beim Tagessieg heuer auf dem Rechberg. Auch heute fährt Bedratzer zweimal Tagesbestzeit und erzielt dabei einen Schnitt von über 135 Kilometer pro Stunde. Wieder einmal überlegener Sieger auf dem Alpel, Walter Bedratzer. Ich glaube, die langjährige Erfahrung, ich fahre jetzt immerhin schon 15 Jahre Bergrennen und da kommt schon eine gewisse Routine auf und ich glaube, das macht einem schnell und sicher.